Der zweite potenzielle Vater ist... Hey ho Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Tag. Heute gibt es den Und raus bist du Tag, den die Shari von Alles Allerlei ins Deutsche übersetzt hat. Und der Thorsten von Toto Liest hat mich getaggt, also nochmal vielen Dank dafür. Ich weiß nicht, ich wurde glaube ich noch von wem anders getaggt, aber ich bin mir gerade gar nicht sicher. Es tut mir leid, wenn ich es vergessen habe. Ja, aber hier geht es darum, dass man sich 30 Namen, 30 Charakter aus Büchern, Filmen, Serien aufschreibt und zu verschiedenen Fragen jeweils zwei Zettelchen zieht und sich dann für einen dieser Charaktere entscheidet. Ich habe hier ein paar Zettelchen vorbereitet. Ich habe darauf geachtet, dass ich Charaktere nehme, die fast jeder kennen wird. Und falls da doch jemand mal dabei ist, den ihr nicht kennt, dann tut mir das leid. Aber man kann ja nicht alles kennen, ne? Also, ich schüttel das Ganze mal. Gut. Frage 1. Du hast nur noch einen Platz im Buchstabierwettbewerb-Team frei. Wer wird dein Team vervollständigen? So, da hoffen wir doch mal, dass ich belesene Charaktere ziehe. Nummer 1 ist Mark Watney. Also Mark Watney aus der Marsiana. Gut, den schätze ich sehr schlau ein. Er könnte vielleicht ein guter Buchstabierwettbewerbsmitstreiter sein. Und America Singer aus The Selection. Also, da ist es sehr, sehr eindeutig. Mark Watney hat studiert, ist Ingenieur, ist Botaniker, ist alles. Der ist sehr, sehr klug. Der ist auf dem Mars und ist Astronaut geworden und ist zu so einer wichtigen Mission aufgebrochen. Also der wird ja wohl ein paar Wörter buchstabieren können. Also Mark Watney, du bist im Team. Frage Nummer 2. Diese beiden Charaktere versuchen dich zu töten. Welchen tötest du zuerst, damit du beim zweiten eine bessere Überlebenschance hast? Okay, das finde ich eine super interessante, aber auch sehr schwierige Frage. Aber eigentlich will ich ja niemanden umbringen. Vor allem ist da immer die Frage, tötet man den Stärkeren zuerst, damit man den zweiten ganz leicht aus dem Weg räumen kann? Oder widmet man sich erst bei dem Schwachen, damit man seine volle Konzentration dann später für den Stärkeren benutzen kann? Aber wir schauen einfach mal nach. Hallo, ich habe die Zettel nur zweimal gefaltet. Das sollte nicht so schwierig sein. Isabel Lightwood von Shadowhunters, beziehungsweise aus den Chroniken der Unterwelt. Okay, die ist schon mal ziemlich badass. Also, die kann kämpfen und die würde mich umbringen. Die würde mich innerhalb von 2 Sekunden umbringen. Und Edward Cullen. Ja, Edward Cullen ist ein Vampir. Das heißt, der ist super schnell. Den müsste ich erstmal köpfen und dann verbrennen, damit das was wird. Also, die sind beide, wenn die richtig kämpfen, wären die beide richtig stark. Das ist eine scheiß Idee. Damit überlebe ich sowieso nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass Isabel Lightwood so drauf ist, dass die mir erstmal helfen würde, Edward Cullen umzubringen. Und dass sie mich dann umbringt. Also ich glaube nicht, dass ich eine Chance hätte, aber ich würde zuerst Edward Cullen umbringen. Frage Nummer 3. Du bist der Bachelor bzw. die Bachelorette. Die folgenden Charaktere sind die Finalisten. Wer bekommt von dir die letzte Rose? Hier bin ich sehr gespannt. Also, Nummer 1 ist Jace Wayland. Nummer 2 ist Sauron. Also, ich weiß noch nicht, was die beiden die ganze Serie über gemacht haben, sodass die beiden ins Finale gekommen sind. Also, ich weiß auch nicht, was da mit meinen Hormonen falsch gelaufen ist, dass ich Sauron ins Finale gelassen habe. Aber, ich weiß nicht, vielleicht hat er ja einen ganz weichen Kern. Aber ich muss leider sagen, Sauron, du bist raus. Du bekommst keine Rose. Jace Wayland, du bekommst meine Rose. Und du würdest meine Rose auch bekommen, wenn du einen besseren Gegner hättest als Sauron. Übrigens nicht der Film Jace, nicht der Serien Jace. Hier, das hier ist der Buch Jace, weil der ist ein ganz anderer. Und der ist viel besser als Film und Serien Jace. Frage Nummer 4. Du wurdest für die Hungerspiele ausgewählt. Welcher dieser beiden Charaktere würde sich freiwillig melden, um für dich zu kämpfen? Na, da bin ich ja mal gespannt. Okay, Nummer 1 ist Dumbledore. Wo willst du hin? Der zweite Zettel, der macht sich schon davon. Ich glaube, hier könnte jemand drin sein, der nicht für mich antreten würde. Wenn der Zettel schon davon fliegt, Bellatrix Lestrange. Ich könnte mir vorstellen, dass Bellatrix Lestrange eventuell für mich antreten würde, aber nicht
um meinetwillen. Nicht, weil sie mich retten will, sondern weil sie einfach so Bock darauf hat, zu fighten und andere Leute umzubringen. Dass sie denkt so, boah, das kann ich mir nicht entgehen lassen, diese Hungerspiele. Die nehme ich mit links und ich gewinne das Teil und habe Spaß dabei und bringe dabei andere Leute um, weil es mein Hobby ist. Aber Dumbledore ist natürlich ein hypermächtiger Zauberer, der die alle aus dem Weg räumen könnte. Aber ich glaube, Dumbledore hält auch nicht so viel vom grundlosen Töten. Der wäre aber vielleicht so nett und würde sich für mich opfern, weil er weiß, dass er eine viel bessere Chance hat, eben weil er so ein mächtiger Zauberer ist. Aber Bellatrix Lestrange hätte wahrscheinlich solche große Mordlust, dass sie da auch auf jeden Fall teilnehmen wollen würde. Also könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ich möchte Dumbledore nicht dieses Morden aufbürden. Und ich glaube, Bellatrix, ja, die übernimmt das und rettet mich so nebenbei. Das ist ihr aber egal. Sie will einfach nur Blut sehen. Fünfte Frage, auch super interessant, finde ich. Du bist mit diesen beiden Personen auf einer einsamen Insel gestrandet. Wen würdet ihr opfern, damit ihr ihn essen könnt? Eigentlich will ich hier niemanden essen. Newt Scamander. Oh nein, ich möchte nicht Newt Scamander essen. Oh mein Gott, das ist der Beste, das ist der Liebste. Oh Gott, nein, nein, bitte, bitte, bitte lass den anderen Charakter total doof sein. Oh, ich will nicht Newt Scamander essen. Darrow. Scheiße, Darrow aus Red Rising. Fuck. Oh, sorry. Nein. Also, ich wäre lieber in Gesellschaft von Newt Scamander, aber Darrow würde sich von uns beiden nicht töten lassen. Das ist so das Ding. Wenn Newt Scamander und ich versuchen würden, Darrow zu töten, wir beide, also Newt Scamander und ich, übrigens beide Hufflepuffs, beide solche friedliebenden Menschen und dann Darrow, der eiskalt ist, ich weiß ja nicht. Ich mag Darrow aber auch unheimlich gerne, aber ich mag Newt ein bisschen lieber. Also, wir würden Darrow opfern. Ob das klappen würde und ob der sich opfern lassen würde, das ist eine andere Frage. Aber die Theorie sähe so aus, dass Newt Scamander und ich Darrow essen. Ob wir beide das überleben? Wer weiß. Frage Nummer 6. Du bist der neue Comic-Held von DC oder Marvel. Wer ist dein Sidekick? Ich denke ja eigentlich, dass ich der Sidekick wäre. Ich glaube, ich bin nicht so eine Person, die der Hauptcharakter wäre. Aber wir schauen mal nach. Okay, Nummer 1. Vernon Dursley. Ich weiß nicht. Ich glaube, den hätte ich nicht so gerne als Sidekick. Okay, Nummer 2. Eigentlich kann es nur besser werden, aber ich glaube, es kann noch schlechter werden. Dann Harry Potter. Harry Potter ist natürlich mein Sidekick, aber vielleicht würde sich das mit der Zeit auch so durchsetzen, dass ich Harrys Sidekick wäre, weil wir dann so ein bisschen die Rollen tauschen. Aber Vernon, sorry. Sorry, nee. Harry, du bist es. Frage 7. Du bist Manager eines weltweiten Superkonzerns. Wer wird gefeuert, weil seine Kommunikationsskills zu mangelhaft sind? Nummer 1, President Snow. Also der hat ja ziemlich gute Kommunikationsskills, weil er irgendwie Präsident geworden ist und das Volk unter sich so hat. Und also schlechte Kommunikationsskills kann man ihm so nicht vorwerfen, also nicht direkt. Ja, seine Methoden sind fragwürdig, natürlich, aber mein Gott. Dann Legolas. Legolas. Legolas ist auch so ein Fall für sich. Der ist halt so ein Elb und die sind so ein bisschen sonderbar. Ich weiß nicht, ob alle Kollegen damit klarkommen würden. Ich meine, President Snow ist ja nicht umsonst irgendwie Präsident geworden. Der muss ja schon irgendwie was können, ne? Aber ich mag Legolas viel lieber. Ich würde allein Legolas behalten, um jeden Tag was Schönes angucken zu können. Muss ich ja gestehen. Da sind mir die Kommunikationsfähigkeiten dann auch relativ egal. Ich sag mal so, President Snow hat wie gesagt seine merkwürdigen Methoden und wenn er auf der Arbeit so anfängt und Leute so anfängt zu behandeln, wie er es tut, das spricht auch nicht für gute Kommunikation. Also behalte ich den lieben Legolas und President Snow wird gefeuert. Und Legolas ist mein Bae. Nummer 8. Du hast ein Buch beendet, in dem dein Lieblingscharakter stirbt. Mit welcher Person tröstest du dich? Ich bin gespannt. Hier sind noch ein paar Leute drin, von denen ich mich nicht trösten lassen würde. Aber hier sind auch noch einige Leute drin, von denen ich mich sehr gerne trösten lassen würde. Okay, Nummer 1 ist Quoth aus Der Name des Windes. Ja, mal sehen. Nummer 2 ist Hagrid. Also ich mag Quoth unheimlich gerne. Der könnte mir was auf seiner Laute vorspielen und der könnte mich damit so ein bisschen ermuntern. Aber Hagrid, ich weiß nicht, ich denke so, Hagrid, der kann einen einfach gut umarmen, weil wenn man den umarmt, dann
ist man so eingekuschelt und dann denkt man so, ja, hier bleibe ich jetzt erstmal ein bisschen. Wobei, bei den Klamotten, die er anhat und seinen Maulwurfshaarmantel, ist jetzt auch nicht so, nee, weiß nicht. Aber ich glaube, ich würde den Quoth nehmen. Der spielt mir was auf seiner Laute vor. Sorry, Hagrid. Ich weiß, du bist ein guter Kerl, aber Quoth gewinnt. Nummer 9. Schulzeit. Wer wäre eher ein Teil der Stars der Schule? Das ist witzig. Wir hatten früher auch so eine Clique, die so ein bisschen die Stars der Schule waren. Und wir haben die immer die Elite genannt. Wir meinen immer, oh, schau mal, die Elite. Da ist die Elite. Oh. Nummer 1. Joffrey Baratheon. Okay. Beliebt wäre er wahrscheinlich nicht, aber er könnte sich vielleicht den nötigen Respekt irgendwie verschaffen und einfach allen so viel drohen, bis sie sagen würden, okay, Joffrey, du bist jetzt Star. Will Herondale, ah, ich nehme alles zurück. Will Herondale wäre absolut in der Elite. Joffrey, sorry, bye. Will Herondale, absolut die Elite, weil er einfach mit seinem Charme und seinem Witz und mit allem, was er hat, wäre er einfach beliebt und alle Jungs würden so sein wollen wie er. Alle Mädchen würden ihm hinterher schmachten. Also Will Herondale. Nummer 10. Es ist dein Geburtstag. Welcher der folgenden zwei würde am ehesten vergessen, dir zu gratulieren? Ich bin leider öfter die Person, die vergisst, anderen Leuten zu gratulieren. Aber dementsprechend bin ich auch nicht böse, wenn andere Leute mir vergessen zu gratulieren. Ja, mal sehen. Nummer 1. Lorelei Gilmore. Also ich glaube, wir haben unsere Kandidatin gefunden. Ich weiß ja nicht, wer Nummer 2 ist, aber Lorelei würde meinen Geburtstag wahrscheinlich vergessen. Oder Simon Lewis. Ich weiß nicht, Simon, wenn man mit ihm befreundet ist, also Simon auch aus City of Bones. Ich glaube, wenn man richtig mit Simon befreundet ist, dann vergisst er das nicht. Wenn man ihn nur so lala kennt, dann ist er auch so ein chaotischer Typ und vergisst das dann wahrscheinlich auch. Aber weiß ich nicht. Ich glaube, als Freund ist er ein guter und deswegen glaube ich nicht, wenn ich mit ihm befreundet wäre, dass er das vergessen würde. Aber Lorelei Gilmore, die würde meinen Geburtstag vergessen, aber ich wäre ihr nicht böse, weil sie hat ihren Charme und sie ist einfach Lorelei. Nummer 11. Du hast einen neuen aufstrebenden Booktuber gefunden. Wer von diesen beiden wäre es? Diese Frage finde ich so cool. Und ich bin so gespannt, was da rauskommt. Okay. Wir haben hier einmal Smaug. Wäre cool. Also so ein Drache, der Booktube-Videos macht und davon berichtet, was er so gelesen hat. Ja gut. Alles klar, oder? Nummer 2. Sherlock Holmes. Ich fand die Idee von Smaug sehr, sehr cool, dass Smaug einem berichtet, was er für Videos macht. Aber ich glaube, da wird es allein schon mit der Bedienung der Kamera schwierig. Ich meine, Smaug hat so große Krallen und er kann gar nicht die Knöpfe drücken. Und Sherlock Holmes wäre wahrscheinlich eher jemand, der darüber berichten würde, was er so liest. Sorry, Smaug, obwohl ich würde sehr gerne Videos von dir sehen. Ich würde es wirklich gerne. Nummer 12. Pyjama Party. Leider kannst du nur einen der beiden Charaktere einladen. Wer ist es? Ich glaube nicht. Nummer 1 ist Christian Grey. Ich weiß ja nicht. Ich glaube nicht. Aber wir wollen mal schauen, wer noch auf der Gästeliste steht. Jamcasters kommt zu meiner Pyjama Party und ich werde ihn fesseln und im Keller gefangen halten und nie wieder rauslassen. Also, Jam, du bist dabei. Christian Grey, geh in dein Spielzimmer. Du bist hier nicht erwünscht. Jam und ich. Oh Gott, ja. Ich liebe Jam so sehr. Ich liebe ihn so sehr. Ich hatte gehofft, dass Jam bei dieser Frage kommt. Ich wusste, dass er noch da drin ist und ich hatte gehofft, dass er jetzt kommt. Und zwar Nummer 13. Zack, du bist schwanger. Wer ist der Vater? Der erste potenzielle Vater ist Gandalf. Na toll. Oh, okay. Ich habe das Gefühl, dass Nummer 2 nicht besser wird. Der zweite potenzielle Vater ist Gandalf oder Gollum? Ich glaube, es ist leider eindeutiger, als ich erhofft hatte. Aber Gandalf wird der Vater sein. Naja, ich
mag ältere Männer. Ich weiß überhaupt nicht, wer hier nun drin ist. Nummer 14. Du hast gerade eine wichtige Nachricht verschickt. Welche der beiden Personen liest sie, aber antwortet nicht darauf? Ich antworte nicht auf Nachrichten, die ich lese. Und deswegen hassen mich immer alles. Tut mir leid. Okay, jetzt wollen wir aber mal schauen, welcher Charakter genauso ist und nicht antwortet. Nummer 1. Magnus Bane. Magnus Bane, da könnte ich es mir gut vorstellen. Ja, doch. Mal sehen. Und Nummer 2 ist Hazel Grace aus Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Und Hazel Grace würde antworten, glaube ich. Magnus Bane, bei dem kann ich mir vorstellen, dass er sich ab und an mal vor etwas drücken möchte, weil alle immer zu ihm kommen und immer, Magnus, kannst du mal eben helfen? Hast du einen Trank dafür? Hast du einen Zauber dafür? Und Magnus hat da, denke ich, irgendwann keinen Bock mehr drauf. Und ich könnte mir vorstellen, dass er dann nicht antwortet. So, die letzte Frage. Es ist Frühstückszeit. Wer steht in der Küche und macht dir das Frühstück? Da bin ich mal gespannt. Ich weiß überhaupt nicht, wer noch übrig ist. Ash Ketchum. Na gut, Ash Ketchum vielleicht. Er ist 10 Jahre alt. Ich weiß nicht. Ist das Kinderarbeit? Nummer 2 ist Hermine Granger. Ash Ketchum, der zieht mit seinen Pokémon durch die Welt und ich glaube nicht, dass er so viel Interesse daran hat, zu kochen und Frühstück zu machen. Und Hermine Granger wäre ein sehr, sehr interessanter Gast fürs Frühstück. Ich würde gerne mal mit ihr frühstücken gehen oder dass sie mir Frühstück macht. Und ich denke, sie wird das auch können, weil sie kann eigentlich alles. Und sonst zaubert sie einfach was richtig Gutes. Aber sie kommt ja aus einer Muggelfamilie und deswegen wird sie vielleicht auch normal kochen können. Ich wähle Hermine fürs Frühstück und dann hätte ich ein schönes Gespräch mit ihr und würde mich mal mit ihr unterhalten. Ja, da hätte ich Lust drauf. Alles klar, das war der Tag. Ich fand, es hat super viel Spaß gemacht. Mein Highlight war natürlich die Vaterschaft von Gandalf oder Gollum. naja, man hat nicht immer Glück im Leben, ne? Dafür habe ich immer noch Jem Carstairs in meinem Keller gefesselt, weil er nie von der Pyjama-Party nach Hause zurückgekehrt ist. Ups. Ich möchte auch noch ein paar Leute taggen. Ich weiß nicht, ob die schon getaggt wurden, aber ich werde das trotzdem mal machen. Sind natürlich auch in der Infobox verlinkt. Und zwar tagge ich Amelie von Miss Buchnerd, Andi von Brivido Libro, die Christelle von Christerella, die Laura von Laura liest und Jessie von Melody of Books. Und ich tagge natürlich auch jeden, der Lust hat. Ich finde diesen Tag einfach großartig und es macht so viel Spaß. Ich liebe es auch, den bei anderen Leuten zu schauen und ja, ich finde den einfach toll. Und danke an Shari nochmal fürs Rüberholen ins Deutsche. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß. Ich hatte meinen Spaß und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!